Grüezi Marcel. Hoi Robin, hoi. Schön, hat es wieder geklappt. Gut, bist du da. Es zaubert mir gerade ein Lächeln ins Gesicht, wenn ich dich sehe. Es ist immer eine Freude, mit dir zu reden. Es geht mir genau gleich, wenn ich dich sehe. Super, hast du ein bisschen mitgeschaut bis jetzt? Was passiert ist in der ersten Stunde? Ich habe vorher noch einen Post gemacht, darum bin ich gerade ein bisschen später dazugekommen. Ich werde es mir sicher noch auf YouTube noch reinziehen. Was hast du für einen Post gemacht online? Ich habe vor 10 Tagen Darmspiegel gekannt. Dort haben sie mir so Klemmerli reingemacht bei einer Fischle. Und über das habe ich jetzt berichtet. Und auch, dass die halt am Abend schon wieder am WC reingekackt sind. Hoi Steffi. Oh, die Klemmerli? Ja, die sind leider schon wieder am WC reingelegen. 2 von diesen 7. Und, ist das auch die Idee oder müssen die drin bleiben? Rein theoretisch wäre es eigentlich noch schön, wenn sie drinnen bleiben. Also, es ist zwar nur ein Versuch gewesen, man hat es nur mal probiert, um die Fischle zu verschliessen. Es war nichts Richtiges gewesen in dem Sinn oder nichts, was wir haben garantieren können. Aber trotzdem wäre es halt schön gewesen, hätte es ein bisschen länger angehalten, weder nur ein paar Stündchen. Ja. Du redest eben wie ganz offen normal drüber, über eben Darmspiegelung, über Erkrankung. Und wenn jetzt alle denken, wieso macht er das? Was ist da eigentlich los? Stell dich doch mal schnell vor, wer du bist, was du machst und vor allem, wie du dazu gekommen bist, deine Geschichte online zu stellen. Also, hallo miteinander. Ich bin der Marcel. Ich bin jetzt anfangs 34. Ich komme aus der Nähe von Wil, St. Gallen. Und ich erzähle ein bisschen meine Geschichte auf Instagram und auf Facebook über meine Krankheit, Morbus Crohn. Habe jetzt aber auch mittlerweile schon seit 12 Jahren Stoma. Das ist jetzt schon mein drittes Stoma, das ich jetzt habe. Über das erzähle ich auch ein bisschen. Musst du, glaube ich, noch sagen, was ein Stoma ist, das wissen die Leute nicht. Ja gut, es ist ein künstlicher Darmausgang. Mein Stuhl kommt nicht mehr hinten dran am Füdli raus, wie es normalerweise ist. Es kommt vorne dran am Bauch raus. Und das hat den Grund, eben einerseits wegen dieser Fischle, die man jetzt probiert hat, verschliessen. Die geht zwischen den Enddarm, also Füdli-Seite, in die Blase. Andererseits hat man das mal gemacht, da, wo ich noch eine grosse Operation hatte, wo es mir den Dickdarm und die Hälfte Dünndarm rausgenommen haben, haben sie das gerade auch gemacht. Ja, ich erzähle das ein bisschen im Internet aus dem einen Grund, weil es, ich kann es gar nicht genau sagen, wieso ich angefangen habe. Ich habe ein bisschen gesehen, wie es andere machen und ich habe gedacht, okay, das kann ich vielleicht auch. Und weil ich schon seit ich 7 bin mit der Krankheit leben tue, habe ich schon ganz, ganz viel erlebt, sowohl Gutes, aber auch Schlechtes. Und ja, das würde ich auch gerne den Leuten ein bisschen mitteilen, damit sie sich vielleicht auch nicht so allein fühlen, wenn sie selber Krankheit haben, sei es jetzt mal was Corona oder sonst irgendetwas, da kann man ja gleich einmal ein bisschen miteinander vergleichen und ja, einfach ein bisschen Mut machen. Hat es für dich Überwindung gebraucht, so offen dich zu zeigen? Es ist noch lustig, so im Internet kann ich mich offener zeigen, weder vielleicht im normalen Leben. Also im normalen Leben, im Offline-Leben kann ich mich vielleicht nicht so offen zeigen. Wieso meinst du? Da machst du einmal ein bisschen besser, habe ich das Gefühl. In deinen Beiträgen oder in deinem Fernsehbeitrag habe ich gesehen, wie du einmal da mit dem Büttel draussen rumlaufst, also Büttel draussen über den Hosen und so. Das könnte ich nicht. Ja. Ich kann auch nicht mit dem Büttel draussen in Party oder so. Das für all die, die wollen wissen, was Büttel, ich meine eben das Stoma-Büttel, das ist so ein Säckchen vorne am Bauch, wo eben die Exkremente reinlaufen, statt dass sie hinten rauslaufen, laufen sie vor dem Bauch in den Büttel raus. Und du zeigst den online, relativ offen, du zeigst eigentlich alles, aber eben wenn du draussen bist, in der Bade oder so, dort würdest du es nicht machen. Also ist es ein bisschen für dich ein Safe Space auch online, obwohl es ja auch öffentlich ist. Es ist nur eine gute Frage, vielleicht weil ich halt online die Reaktionen nicht ganz so krass mitbekommen tue, wie ich es vielleicht jetzt in der Öffentlichkeit wieder mitbekomme. Ich mache es jetzt zwar auch schon seit 2 Jahren, aber da ist vielleicht immer noch so ein bisschen mein Selbstschutz, den ich noch habe. Und ja,
so ein bisschen normales Leben oder so will man ja vielleicht trotzdem auch noch auswärts und will nicht immer wegen dem ein bisschen doof angeschaut werden oder so. Und das ist auch mehr Kontrolle, oder? Wenn es online ist, hat man mehr Kontrolle darüber, wenn man sich mit dem auseinandersetzt. Also man macht es ja aktiv dann. Genau, und eben online habe ich gar kein Problem. Ich kann mich alles fragen, ich darf alles antworten. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber so im öffentlichen Leben würde ich halt auch noch ich der Marcel sein und nicht ich der Kranke mit dem Stomabeutel im Bauch, wo vielleicht schwitzen muss oder was auch immer. Und das ist vielleicht einfach so ein bisschen, vielleicht kommt das irgendwann mal noch, wer weiß, aber im Moment. Ist denn das, also erstens, man muss ja nicht, also weißt du, es muss ja nicht, man ist nicht gezwungen, irgendwie das gegen aussen zu zeigen, es ist ja eine allgemeine Frage, sei es eine psychische Erkrankung oder eine chronische körperliche Erkrankung. Wir reden immer so davon, eben, dass man sich nicht schämen und sich zeigen soll und dass etwas Gutes ist. Und dann bekommt man oftmals schnell das Gefühl, man müsste das machen und das sei ein Ziel, das zu erreichen ist. Aber ich finde aber noch wichtig, dass das gar nicht unbedingt ein Ziel muss sein, oder dass sich das auch wie eins anfühlt. Es ist ja völlig okay, dass man das nicht will, oder? Und dass man so quasi seinen Space will, wo man das nicht jedem will zeigen. Weil eben, wie gesagt, das ist ja nichts, wo man irgendwie stolz drauf ist. Das ist ja schwierig, weil es etwas ist, was einen ja einschränkt. Es ist zwar nichts, wo man stolz drauf ist, das ist ganz klar, aber man soll sich eigentlich auch nicht schämen wegen so etwas. Man hat es ja nicht ausgesucht. Also man sagt so leicht, man muss sich wegen dem nicht schämen, oder? Aber man schämt sich ja gleich. Ja, und das liegt irgendwie in der Natur. Und schwierig ist eben, wenn sich eben jemand schämt und man dem dann sagt, du musst dich doch nicht schämen. Ich finde, du darfst dich schämen und musst dich nicht schämen, wenn dich schämst. Es ist okay, dich dafür zu schämen. Ja, genau, irgendwie. Aber wenn du es natürlich kannst überwinden und dich wohlfühlst, ist auch gut, aber wenn du es nicht willst zeigen, du musst auch nicht. Hast du den Druck? Es ist ja immer noch mein Körper und ich kann entscheiden, wann ich genau zeigen tue und wann ich nicht zeigen tue. Genau. Wenn das für mich ein Punkt ist, wo ich sage, das würde ich in dem Moment nicht, dann muss ich es ja auch nicht machen, dann ist das vielleicht nicht irgendwie, ich schäme mich dafür oder ich verstecke es, sondern einfach. Der LS bringt es auf den Punkt, er sagt, man ist ja nicht auf die Krankheit stolz, sondern darauf, man ist darauf stolz, wie man mit dieser schweren Krankheit umgeht. Das ist es. Genau, du bringst es auf den Punkt, wirklich. Und das kann ein Umgang sein, dass man es eben nicht jedem unter die Nase reibt und für sich behalten und selber so den Umgang findet. Oder der Umgang sein, dass man das eben online zeigt. Und du hast da wie die zwei Welten und die sind nicht konträr, habe ich das Gefühl. Also es muss jetzt nicht für dich. Außer es ist ein Ziel für dich, dass du auch eben dich getraust, offen damit umzugehen. Aber es ist jetzt nicht etwas, wo ich das Gefühl habe, dass man das schaffen muss, dass es einem dann besser geht. Ich weiß es nicht. Du stellst wieder ganz schwierige Fragen heute. Ich weiß, es ist noch schwierig. Ich habe mir das auch noch nie richtig fertig überlegt. Die Gabi sagt, ja, du zeigst dich öffentlich als Mensch und sprichst von deiner Krankheit. Du bist ein Mensch, der krank ist. Die Krankheit ist ja nicht die Krankheit soll ja nicht überhand nehmen. Ja, und wie soll ich sagen, das im Internet, da habe ich von Anfang an einfach gesagt, das ist etwas, ich will die Leute aufklären, ich will die Leute Mut machen, es soll mir auch Spass machen in dem Sinn. Und ja, wie soll ich sagen, der Selbstschutz braucht vielleicht auch immer noch ein bisschen, das ist ja nichts Schlechtes in dem Sinn. Und darum, ich habe für mich die zwei Welten aufgebaut. Ich zeige es im Internet ganz gern. Ich tue dort ganz gern Fragen beantworten, Sachen posten, wo ich oder auch Sachen erzähle, die ich normalerweise vielleicht nicht einmal meinen Kollegen jetzt gerade so extrem würde erzählen. Darum ist es noch gut, dass mir Folgen tun. Von dem her, ich würde einfach außerhalb würde ich irgendwie der normale Marcel sein und im Internet gebe ich gern extrem viel Auskunft. Und das ist eigentlich noch witzig, weil im Internet bist du ja nicht mehr für dich, dort bist du ja extrem öffentlich. Und wenn du auf der Straße laufen tust, sehen ja vielleicht nur ein paar wenige Leute. Ja, irgendwie das Verhältnis stimmt eigentlich nicht, aber das ist mir egal. Für mich passt es. Für dich passt es und das ist das Wichtigste. Und jetzt schauen wir doch mal deinen Instagram-Account an, wenn wir schon so viel darüber reden.
Da haben wir einen My Underline Little Underline Morbus Underline Crohn. Was ja lustig ist, My Little Morbus Crohn, weil eigentlich ist ja die Krankheit so riesig, nimmt so viel Platz ein, dass sie einen völlig überschwemmt und flach walzt. Das ist eigentlich der riesige Elefant. Das ist der kleine Punkt Sarkasmus, den ich ganz in meinem Leben ein bisschen drin habe. Und ja. Du nennst es My Little Morbus Crohn. Ja. Aber das ist auch lustig, das ist auch gut, dass ich finde, dass der humorvolle Umgang. Und da sieht man die Posts. Gibt es vielleicht gerade etwas, wo man anklicken soll? Ah, jetzt, da können wir es mal zeigen. Du zeigst es ja da eben ganz offen. Das ist das Stoma. Da bei dir gerade recht. Oh, das kenne ich auch, wenn es so gefüllt ist mit Luft. He. Manchmal ist schon viel Druck drauf. Es ist Druck drauf. Da ist jetzt mehr Luft drin, ja. Aber bei dir kann es auch wirklich Durchfall sein, dass es wirklich nur Wasser drin hat. Und ich hocke jetzt da oder liege jetzt da auf dem Sofa. Da spielt es jetzt nicht so eine Rolle. Aber es kann natürlich auch sein, dass du unterwegs bist, dass vielleicht die Hose noch drüber quetschen tut. Und dann ist es gefährlich, weil dann kann es jeden Moment auch ohne die Platte rauslaufen und dann hast du die ganze Kleider dreckig und Rissensauerei. Und das hat man nicht gern. Und das bringt einen in dem Moment extrem in Stress rein. Und ja. Gibt es da vielleicht einen Poster, den du rausheben willst, wo man draufklicken will? Was hast du noch Gutes? Ich fände zum Beispiel noch schön, weil da ist das Thema psychische Gesundheit und dass du auch da das ein bisschen verbindest, die Psyche und die körperlichen Probleme, oder? Was du da für psychische Stress hast. Vielleicht können wir auch da die Verbindung, über die schnell reden. Was sind die Sachen, die dich psychisch beeinträchtigen eigentlich durch die Krankheit? Ich finde... Der Crohn hat extrem viel mit der Psyche zu tun. Er reagiert extrem schnell darauf, wenn es dir psychisch nicht gut geht, wenn du in den Stress hineinkommst. Und sobald du eine chronische Krankheit hast, kommt halt das automatisch, dass auch die Psyche mit der Zeit involviert ist. Und ich habe das bis irgendwie 4-5 Jahre habe ich das recht gut im Griff gehabt, dass ich eigentlich mit der Psyche nie wirklich Probleme hatte, bis ich dann auch in ein Loch hineingefallen bin. Und einerseits finde ich es, also klingt jetzt ein bisschen blöd, einerseits finde ich es gut, dass es passiert ist, weil jetzt fühle ich mich so richtig, jetzt kann ich besser auf mich hören und auf meinen Kopf hören. Andererseits wird man es halt wirklich nicht durchmachen, es ist ganz etwas Extremes und man unterschätzt einmal, was der Kopf wie der Kopf dich kann beeinflussen. Das ist ganz, ganz extrem. Ja. Willst du mir vielleicht erzählen, was dir passiert ist, ganz konkret, was du dort erlebt hast? Ja, kann ich gerne machen. Es ist so gewesen, dass mir ist es da gesundheitlich nicht gut gegangen. Ich hatte ganz viel Durchfall gehabt, teilweise 5-6 Liter am Tag. Ich bin fast täglich ins Spital gegangen. Dann haben sie mir wieder mit Infusionen, haben sie mir wieder Flüssigkeit reingelassen, damit ich nicht austrocknen tue. Und es ist eigentlich wirklich nur so ein Überlebenskampf gewesen von heute auf morgen. Also ich habe nicht weiter können denken. Es ist mir auch wirklich nicht gut gegangen. Und ich habe mich dann halt versucht, ein bisschen das Beste daraus zu machen und habe auch versucht, auf Sachen zuzugreifen, die nicht erlaubt ist. Ich rede jetzt da von Cannabis. Und ja. Wobei eben, ich finde es immer so ein bisschen, ich kenne so viele, die Cannabis rauchen, die Colitis ulcerosa oder Morbus Crohn haben, die sagen, dass es ihnen das wirklich hilft. Und es ist eigentlich schrecklich, dass das immer noch illegal ist, oder? Dass man sich quasi theoretisch strafbar macht. Ich finde es eben auch. Hilft. Ich finde es. Es hat Studien gegeben, damit es ist bewiesen, dass es gegen Crohn oder gegen Colitis ganz gut helfen tut. Und so ist es mir auch gegangen. Also ich hab keine Schmerzen mehr gehabt, ich habe besser können schlafen, der Darm ist ruhig gewesen, ich habe mal ein paar Stündchen gehabt, wo ich nicht habe müssen aufs WC gehen. Und es hat mir schon ein bisschen Lebensqualität zurückgebracht. Und das. Ich habe wirklich nur am Abend für mich auf dem Balkon geraucht und hatte das Gefühl, wenn ich am nächsten Tag wieder Auto fahre, dann sage ich, das okay. Leider haben das nicht alle so gesehen und ich habe Probleme bekommen, ich habe ganz starke Probleme bekommen. Ich habe Aussicht ganz lange müssen abgeben. Ich bin wie ein Verbrecher behandelt worden und dabei habe ich nur probiert, mein Leben so gut wie möglich zu meistern. Und ich habe das in dem Moment nicht begriffen, weil die Ärzte und alle sind auf meiner Seite gewesen. Und
Polizei, Staatsanwaltschaften, wer auch immer, nicht. Und ich habe das nicht begriffen, dass... Ja, ich bin mir wirklich vorgekommen wie ein Schwerverbrecher. Dass du auf der Polizei posten musst. Und dann, das ist richtig Ungerechtigkeit, die du da erlebt hast. Du bist ja genau, benachteiligt also durch deine Krankheit. Doch, wenn wir ehrlich sind, das kannst du ja nicht rational nicht nachvollziehen. Das ist völlig... Das ist ja, schrecklich. Ich finde es eben auch. Und ich habe nicht eins gekifft und bin nachher ins Auto gestiegen. Das würde auch mein Wesen nicht erlauben. Also ich würde niemandem etwas antun. Ich weiß ja selber, wie es ist, wenn man gesundheitlich oder wenn man körperlich nicht zäh ist. Und ich würde das niemandem müssen antun, dass ich jemanden einen Unfall verwickeln oder so. Und darum, ich habe das für mich gemacht und habe das Gefühl, okay, der Weg, den ich fahre, der ist gut. Und das war leider nicht so gewesen. Und ich bin nachher recht in ein Loch hineingefallen. Ich musste die Ausweis müssen abgeben. Ich musste ganz viel Geld müssen zahlen, Bussen müssen zahlen. Ich habe ganz viel... Hat dann müssen aufhören natürlich mit dem Kiffen, wenn man auch ein bisschen Angst gemacht hat im ersten Moment. Und es ist mir gesundheitlich dann wieder schlechter gegangen, wenn du da hast müssen aufhören mit Rauchen, hast du Ausweis nicht gehabt und so weiter. Es ist ganz viel aufs Mal gekommen und das hat es nicht mehr verleiden in dem Moment. Und ich bin dort wirklich zu meiner Vertrauensperson gegangen im Spital und habe ihr gesagt, ich möchte nicht mehr. Also für mich lange Zeit, ich habe jetzt 30 Jahre lang gekämpft, für mich ist jetzt da fertig. Und sie hat gemerkt, okay, wenn ich jetzt komme und ihr sage, es sei Endgelände, dann ist es wirklich 5:45 Uhr. Und ich habe dann müssen versprechen, dass ich jetzt die nächsten paar Tage nichts machen tue. Und ja, aber ich hatte dort schon so ein bisschen schlechte Gedanken gehabt. Und ja. Wie bist du wieder rausgekommen aus der Negativspirale? Ja, es war eine ganz strenge Zeit, sicher mit ganz vielen Reden bei der Psychologin. Stationär wollte ich nicht gehen. Das ist nicht so mein. Ja, ich war sonst schon viel im Spital und dann will man nicht auch noch in die Psychiatrie. Auch wenn es vielleicht gut gewesen wäre oder was auch immer. Ich habe es zuerst probiert, ambulant und natürlich auch mit Medikamenten, mit Antidepressiva. Ja, mit diesen Mitteln, mit Reden und mit dem Medikament habe ich es dann geschafft, um das schlussendlich 1,5-2 Jahre Theater umzubringen, damit ich wieder halt ein Auto fahren durfte. Wie geht es denn mittlerweile? Ich meine, eben, das ist ja eine never-ending story. Oder? Es ist ja immer wieder irgendetwas los, etwas passiert, es macht auch mit etwas. Wie kannst du dich motivieren? Nicht sagen, komm jetzt, also es schießt mich langsam wirklich total an, ich habe keine Lust mehr auf nichts. Ist noch eine schwierige Frage. So jetzt, Anfang des Jahres hatte ich wieder so eine Krise, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwie wird es mir jetzt langsam wieder ein bisschen zu viel. Irgendwie habe ich wieder ein bisschen mehr schlechte Gedanken, wieder, dass ich es eigentlich mir gewohnt bin. Ich bin sonst eigentlich recht eine frohe Natur und eben jetzt merke ich es inzwischen auch nach der Depression, die ich hier hatte. Ich höre viel mehr auf meine Stimmen im Kopf. Und aber ist vielleicht auch das Dokumentieren von deiner Geschichte ein Teil und auch der Austausch mit Betroffenen, oder, wo es ähnlich oder gleich geht, wo einen am Schluss dann ein Stück weit stützt? Natürlich, schlussendlich ist es ja wirklich ein Online-Tagebuch, das ich führen tue. Oder es ist so ein bisschen Psychologin oder der Psychologe, den ich im Internet halt mit anderen oder der psychologische Austausch, den ich halt normalerweise bei einer Psychologin mache ich jetzt halt im Internet mit den anderen Leuten. Und ich finde, ich bin früher noch nicht ein gewesen, der viel darüber geredet hat. Ich wollte es ein verstecken, ich wollte es eben als normaler Mensch ansehen. Aber ich finde eigentlich jetzt, wo ich es andersrum mache und den anderen Weg kenne, ich finde es ganz wichtig, dass man darüber reden tut, dass man offen ist. Es kommt meistens von außen auch viel besser an, wenn sie wissen, was Sache ist. Und man muss sich nicht verstecken. Also man sieht den Leuten meistens einfach nicht an, dass es nicht gut geht oder sie irgendetwas haben. Aber jeder hat irgendetwas. Ja, das können wir gerade schnell zusammen nochmal anschauen. Bei deinem, ich bin ja gleichzeitig auf deiner Instagram-Seite, wo wir jetzt hier nochmal sehen. Und da ist auch so ein Post, but you don't look sick. Und ich weiß nicht, ob du dich auch dort drin wieder siehst. Ich habe mal einen Spruch gelesen und ich fand, das bin genau gleich. Das bin genau ich. Den grössten Teil von meiner Zeit verbringe ich damit, so zu tun, als wäre alles völlig okay. Und die andere Zeit
bin ich den Leuten am erklären, wie schlecht es mir eigentlich geht. Das ist ja zum Teil völlig schizophren, oder? Ja, ja, es ist voll Konter. Wenn einer fragt, ja, wie geht es? Ja, eigentlich ist alles gut, aber dann wieder, es kommt mir so schlecht, es ist ja völlig... Ich kenne es halt auch einfach teilweise so, je nach Person sage ich, ja, es ist alles gut, weitermachen beim Thema, es ist alles okay. Weil ich einfach gar keine Lust habe, so mit dieser Person jetzt da meine Geschichte zu erzählen, weil ich genau weiß, von der kommt nichts oder die versteht mich sowieso nicht. Und ja, es ist halt einfach teilweise auch das Problem, dass man halt sowohl jetzt meine Krankheit, aber auch so ein bisschen die psychische Krankheit den Leuten einfach nicht angesehen wird. Und die Leute sind meistens außerhalb der Wohnung oder wo auch immer, sind die stärksten Personen, haben vielleicht, können ganz gut reden und umgehen mit der Sache, aber nachher, wenn sie für sich sind, dann haben sie ganz viele Probleme und ja, dann getraut sie sich wie nicht mehr zum darüber reden. Ja. Und bei dir ist es ja so, eben, auf einer Seite, man sieht dir nichts an, wenn man dich jetzt so sieht, hat man das Gefühl, du, der Marcel ist ein junger, fitter Post. Bei dem ist alles tipptopp und wenn man dich aber kennt, deine ganze Geschichte dahinter, dann merkt man, oh, das ist nicht, der Schein trügt, oder? Ich meine, du bist trotzdem eine unglaublich starke Persönlichkeit, oder? Aber man sieht es dir, wie gesagt, nicht an. Siehst du das zum Teil als Vorteil, dass man es nicht sieht? Oder ist es mehr ein Nachteil, dass man es nicht sieht auf den ersten Blick? Ich würde sagen, es ist vielleicht eher ein Vorteil, dass man es nicht sieht, tut, weil ich dann die Leute so richtig kann überraschen kann, wenn sie sehen, was ich für eine Lebensfreude habe, was ich für eine Lebensgeschichte habe, wie ich mit jetzt 34 also schon recht gut denken kann und auch viel Empathie zeigen tut den Menschen gegenüber. Und ich habe das Gefühl, es ist ein Vorteil. Also, ich tue es mir jetzt als Vorteil annehmen. Ja, dass man es nicht gerade auf den ersten Blick sieht. Jedoch gibt es natürlich auch die Schwierigkeit, wenn man dann eben an Situationen stößt, wo man in eine Überforderung hineinkommt, dass man es zuerst wie muss erklären und man es eben nicht gerade sieht. Und was? Ist doch alles ja, gut, was hat er denn? Ich habe so ein bisschen Mühe mit den Behinderten-WCs. Dort haben wir ja den Euro-Key, da hast du ja, glaube ich, auch. Ja, das ist und, ein Schlüssel, dass man eben Behinderten-WCs hineinkommt. Genau, und auf dem WC hat es natürlich einen Rollstuhlfahrer dort vorne drauf. Das ist ja gut und recht, für die ist es ja eigentlich auch, aber es ist nicht nur für die, das ist auch für alle anderen, die dringend auf ein WC angewiesen sind. Und ich weiß noch, ich bin mal einmal auf der Raststätte aufs WC gegangen. Es hätte dann, glaube ich, gerade in dem Moment auch einen Rollstuhlfahrer aufs WC müssen, aber da habe ich nichts dafür können. Es hätte halt auch nur ein WC gehabt. Und die Frau, der Rollstuhlfahrer ist dann weitergegangen zu der nächsten Raststätte und die Frau nebendran von dem Imbiss, wo ich rausgekommen bin, ist mir nachher so extrem zusammenschiessen gekommen, weil ich dort jetzt auf dem WC war und jetzt hätte ich jetzt müssen, jetzt ist ein Rollstuhlfahrer gekommen, der hätte jetzt aufs WC müssen und der hätte jetzt weiter müssen, der arme Kerl und so. Und dann habe ich müssen sagen, du, ja, der Schlüssel nicht umsonst, also ich habe auch ein Anrecht auf das WC und ja, von dem her, es ist mir etwa die halt, ja, auch nicht gut, wenn man es nicht angesieht. Es hat immer seine Vor- und Nachteile. Ja. Ja, wichtig ist, dass man darüber redet. Und ich glaube, die Frau, die dich da so zusammengeschissen hat im ersten Moment, die ist nachher wahrscheinlich auch peinlich berührt gewesen, hat etwas gelernt. Hast du es überhaupt gezeigt oder bist du so verschrocken? Hast du ihr gesagt, was dein Problem ist oder hat sie es nicht begriffen? Oder hat sie es gar nicht wollen begriffen? Ich dringend auf ein WC angewiesen bin und dass ich den Schlüssel ja nicht umsonst habe. Und, aber sie hat mich wirklich dort recht fies angemacht und ich habe mich gar nicht. Ich tue mich nicht mit so Leuten befassen. Ich und vielleicht können wir alle von dem Erlebnis oder von dieser Frau lernen, oder? Dass unser erster Impuls nicht immer der richtige ist, oder? Ja, dass genau. Man immer meint, was macht jetzt der da? Und es kann wirklich einen Grund haben. Zum Beispiel, wenn einer in ein Tram kotzt oder in einen Zug. Dann muss man nicht denken, der Besoffene kotzt einfach in den Tram. Ja. Vielleicht geht es dem wirklich schlecht und braucht Hilfe. Mhm. Also so, einfach der erste Impuls ist nicht immer der richtige, oder? Das stimmt, ja.